Panzergarage an. Und auf einmal kommen mir so drei fette Panzer. Ich mache es mir jetzt hier mal gemütlich. Bulgarien liegt hinter mir. Von hier aus geht's dann heute Richtung Rumänien. Transfagarashan wartet da, soll großes Fahrvergnügen bereiten. Das wollen wir uns doch mal anschauen, wa? Und Rumäniens Begrüßung ist euphorisch. Der Rollerfahrer freut sich hupend über mich. Und ich freue mich filmend über die Pferdekutschen. Kaum habe ich vor dem Hotel angehalten, werde ich auch schon angesprochen von jemandem, der mir auf Rumänisch erklärt, dass er aus Regensburg kommt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja, das geht ja schon gut los hier in Rumänien. Weniger lebendig heißt mich mein Zimmer für diese Nacht willkommen. Mit 4 Doppelbetten, einem toten Käfer und ohne Fenster. Ich hole mir erstmal ein kühles Getränk an der Bar und zack werde ich von einer Truppe Männer eingeladen, Bier mit ihnen zu trinken. Nach diesem hitzigen Fahrtag durch Bulgarien mit viel Strecke und Kreislauf will ich allerdings nur noch was essen, duschen und dann ab ins Bett, damit ich für den nächsten Fahrtag ausgeschlafen bin. Nach einem üppigen Frühstück in schuppiger Gesellschaft bekommt Queenie an diesem Morgen erstmal eine neue Ladung Motoröl. Die gute Queenie stand auch heute Nacht wieder sicher bewacht hier, auf doppelte Art und Weise. Einmal von diesem Wachhund, ja. Der hat auf jeden Fall gut aufgepasst. Oh, alles gut. Und da hinten haben wir ein Tor, wo sie hier also ganz gut versteckt im Hinterhof stand. Jetzt mal Öl gucken. Und dann geht's weiter. Auf zur Transfagarashan. Die Grenzen zwischen den Ländern sind in Griechenland, Bulgarien und Rumänien klar spürbar. Als ob die Natur wüsste, wo die Grenze ist, verändert sie sich und auch die Menschen und deren Stimmungen sind merkbar unterschiedlich. Bulgarien war dunkelgrün, Rumänien erscheint mir in hellgrün. Wenn die hier asphaltierte Straßen haben, sind die meist gut ausgebaut. So viele Menschen unterwegs in Pferdekutschen wie in Rumänien und Bulgarien habe ich in bisher noch keinem Land, was ich bereist habe, gesehen. Und Radfahrer. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Die
Die Menschen sind extrem offen und dennoch gucken sie mich an wie ein Alien, wenn sie die vielleicht dezent überladene Afrika-Twin mit dem Blondschopf obendrauf sehen. Ich fühle mich, als wäre ich mit einem Tesla unterwegs. Ich mache hier gerade Pause am Straßenrand. Auf einmal kommen mir so drei fette Panzer vorbeigefahren. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Krass. Boah. Voll die Monster-Trucks, ey. Krass, krass. Und dann im Ort Carpatanini hinter der Pension Dracula. Geht's los auf die Transfogarsche Hochstraße. Diese Gebirgsstraße ist 117 Kilometer lang und zählt zu den schönsten Passstraßen der Welt. Ich befahre sie von Süden nach Norden, denn mir wurde gesagt, das sei die schönere Richtung. Auf Motorradfahrer warten hier Ausblicke, wie sie im Buche stehen, und Kurvenspaß vom Allerfeinsten. Allerdings nur von Juli bis Oktober. Die restliche Zeit ist hier die Wintersperre verhängt. Schneefälle können hier aber auch außerhalb der Wintersperre für erschwerte Bedingungen sorgen und es wird davon abgeraten, dann den Pass zu überqueren. Und das Foto im Gletscherlook bekommst du auch bei gutem Wetter. Guck mal, da liegt sogar noch Schnee. Schnee? Warum denn das? Ich meine, es ist, was ist es denn eigentlich? Anfang Juli. Also auf jeden Fall, jetzt Sommer schon. Außerdem waren Artikel im Internet vor zentimetertiefen oder nur provisorisch geflickten Schlaglöchern. Davon habe ich außer an den Felswänden der Tunnel jetzt keine gesehen. Dennoch solltet ihr hier mit Konzentration unterwegs sein. Man kann ja nie wissen, was hinter der nächsten Kurve auf einen wartet. Aber dazu gleich mehr. Nach den ersten 2 Kilometern und mehreren Tunneldurchfahrten überquere ich die Staumauer des Stausees Vidraru, an dessen Ufer die Transfogarsche Hochstraße entlangführt. Hier am Wasserkraftwerk der 6 Meter breiten und 307 Meter langen Talsperre machen viele Halt für ein Foto und Souvenirs. Diese Punkte, an denen sich die Touris drubbeln, gibt's immer wieder im Verlauf der Strecke. Für mich eher ein Grund, weiterzufahren. Ab hier beginnt die Straße steil und kurvenreich im Tal des Baches Valea Luistan anzusteigen. Nach etwa 18 Kilometern am Ostufer des Stausees entlang verläuft die Straße weitere 23 Kilometer im Capratal in die nördliche Richtung.
Überholen und überholt werden. Die Gesetze der Straße gelten auch hier. Ich hatte riesiges Glück, dass an diesem Tag so perfektes Wetter war. Denn das ist hier alles andere als selbstverständlich. Tiefhängende Wolken behindern hier gerne mal die Sicht, weswegen diese Hochstraße auch als Straße in den Wolken bezeichnet wird. Außerdem können starke Regenfälle Geröll auf die Fahrbahn spülen. Checkt also unbedingt die Wettervorhersage bei eurer Tourenplanung. Es wäre ja zu schade, wenn euch die Sicht und der Fahrspaß entgehen. Staunen macht hungrig. Wie gut, dass man hier am Streckenrand probieren kann, wie die traditionelle rumänische Küche schmeckt. Dieser grünen Bergwelt ein Picknick zu machen, auf diese Idee kommen nicht nur wir Menschen. Auch die vierbeinigen Bewohner Rumäniens alias Esel wissen diese saftige Grasoase zu schätzen. Um den Blick in diese gigantische Bergwelt in vollen Zügen zu genießen, fahre ich dann doch mal rechts ran und gönne mir eine Fahrpause im Hang. Ich mache es mir jetzt hier mal gemütlich. Hammer! Was für ein cooler Platz für eine dritte Mittagspause. Tja, wer es kann, soll's machen. Das ist besser als Kino hier. I swear you. Franzfacker Raschan. Sieht gut aus, wa? Guckt euch diese Naturschönheit an. Kein Wunder, dass das hier die Touristen anlockt wie Obst die Fliegen.
Die Transfogarscher Hochstraße ist Ausgangspunkt für Wanderungen zu einigen Gipfeln des Fogarscher Gebirges sowie durch hiesige Naturparks und Reservate. Für Freunde des Gaspedals findet jährlich ein Motorsportfestival statt. Zu den Freizeitangeboten für Wassernixen zählen Schifffahrten und das Fischen auf dem Vidrarosee. Die Adrenalin-Junkies können sich bei einem Bungee-Sprung von der 166 Meter hohen Staumauer werfen. Der längste und höchstgelegene Tunnel Rumäniens ist ebenfalls Teil der Hochstraße. Einziges Manko einiger Tunnel hier, sie sind teils kaum beleuchtet. Insgesamt verläuft die Straße über 830 Brücken und 28 Unterführungen. Der Straßenrand ist nicht nur gespickt mit Motorradfahrern, die die Aussicht genießen. Und Touristen, die hier Pause machen und Souvenirs kaufen. Nein, es wartet auch noch so manch andere tierische Überraschung auf einen. Recording. Mayday, Mayday, wir haben hier eine Schafsherde auf der Straße. Was machen wir? Irgendwie dran vorbeifahren? Okay, nein, das geht nicht. Hat er das unter Kontrolle? Nein, vielleicht irgendwie. War vielleicht mal hier so? Oh Mann. Ja, das ist mal spannend jetzt hier. Meine Güte, das ist aber auch eine Herde hier. 30.000 Millionen Schafe. Okay, und die führt man jetzt über diese Hauptstraße. Ah. Das ist mein Leben hier. Ui, da kommen noch ein paar Nachzügler und zwei Hunde. Aber die sind ganz lieb. Oh. Wir lassen das mal alles hier ganz in Ruhe geschehen. Ja, dann ist die Straße auch voll mit Kötteln. Auch ein Schaf hinkt. Eieiei, hat sich wahrscheinlich den Fuß verknackst. Da geht aber auch schnell bei den steilen Hängen hier. Da möchte ich gerade nicht drüber wandern. Bin ich ganz froh, dass ich mit dem Motorrad fahren kann. Ja, ja. Wo wir da gerade von sprechen, er sieht das, glaube ich, anders. Etwas gequältes Gesicht. Ich glaube, meins sieht gerade glücklicher aus. Hey, hier kannst du jede Kurve anhalten. Das ist ja wirklich unfassbar. Ach, erinnert mich so ein bisschen ans Penzerjoch. Wow. Oh, ja, die halten eher unfreiwillig an. Da ist irgendwas nicht in Ordnung wahrscheinlich. Aber Queenie läuft. Jo, da geht's noch hoch. Da kommen wir her. Vor allem, das ist echt lang hier. Also ich dachte erst so, ach, ist ja gar nicht so toll. Und dann kam das hier. Das war doch toll. Wow. Jetzt kommt hier wieder der Grand Canyon Look. Thank you.
Die offizielle Bezeichnung dieser in den 70er Jahren erbauten Straße ist übrigens N07. Wie hoch sind wir denn hier? Sie schlängelt sich in dieser paradiesischen Gebirgslandschaft durch die rumänischen Karpaten bis auf eine Höhe von 2042 Metern. Diese Straße unter die Reifen zu nehmen, ist wirklich ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Als die schönste Straße der Welt wird sie auch betitelt. Findest du, das wird ihr gerecht? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare. Eins steht jedenfalls fest: Bei einer Reise durch Rumänien wird diese Tour eine unvergessliche Erfahrung sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und somit ist diese Topstraße eine klare Empfehlung.